Also Papa, ich schlafe heute mit dir. Nö, Marlene. Dena, schläfst du oft neben dir? Kleine Maus. Du schläfst doch eh innerhalb von 10 Millisekunden ein. Dies ist der privateste Film, den ich je gemacht habe. Ich bin Lena, die Stiefmutter von Marlene. Glaubt ihr denn, dass an diesem Klischee der bösen Stiefmutter denn auch ein Fünkchen Wahrheit ist? Auf jeden Fall. Du darfst alles denken, aber du darfst halt nicht alles sagen. Viele Stiefmütter sind offensichtlich krass überfordert. Mein Stiefkind ist für mich ein riesiger Störfaktor. Ich liebe sie und ich mag sie einfach nicht. Ich frage mich, strugglen Frauen in der Rolle mehr als Männer? Luis, nennst du dich eigentlich Stiefvater? Boah, nee, ich bin der Freund ihrer Mom. Und die gibt es ja auch noch. Sandra, Marlenes echte Mutter. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Oh, Scheiße. Es ist ja nicht nur die Mutter des Kindes, mit dem ich die ganze Zeit zu tun habe. Es ist auch noch die Ex meines Liebsten. Für diesen Film gehen wir gemeinsam zur Therapeutin. Ich darf gar nicht selber auch mal irgendwie Sachen dann machen, wenn die Mutter was dagegen hat. Du bestimmst ja jetzt auch mein Leben mit. Also das ist ja genau das Gleiche. Ich bin Lena, 39 Jahre alt und Stiefmutter. Wenn ich das so sage, klingt das wie ein Geständnis. Und das ist es irgendwie auch. In der Mediathek gibt es ja immer dieses Bild, wo man draufklicken kann. So quasi wie bei Filmen ist das ja dann so ein Filmposter oder so. Mhm. Und dafür machen wir das. Ich habe mein Stiefkind Marlene sehr lieb. Sie ist 8 Jahre alt und wohnt abwechselnd eine Woche bei uns und eine Woche bei ihrer Mama. Geht's? Es geht. Ja, und welche Seite findest du besser? Die andere. Die. Du hast ja mal gesagt, ich bin keine Stiefmutter, oder? Findest du das, warum findest du das eigentlich so? Weil du ja netter bist. Okay. Ganz ehrlich, manchmal bin ich nicht nett, innerlich. Manchmal bin ich wütend, verzweifelt und eifersüchtig. Denn es ist schwer für mich, einen Platz in der Familie zu finden, die es schon vor mir gab. Geht das nur mir so oder ist das für alle Stiefmütter ähnlich? Das will ich in diesem Film herausfinden. Hallo. Dafür werde ich persönlich und mache meine Kamera an. Auf der Rückbank sitzt Sandra, Marlenes Mama. Neben ihr, ihr Freund Luis. Links Marlene. Ihr Gesicht werde ich in diesem Film nicht zeigen. Der fährt, ist André, mein Freund. Mein Film wird schnell zum Thema, denn Sandra hat Schwierigkeiten mit dem Begriff Stiefmutter. Das beinhaltet ja so ein bisschen, ne? Man hat einmal diese Vorsilbe Stief, dieses Berauben und dann noch dieses Mutter. Ja. Ich glaube, das ist das, was bei mir so auf stößt. Weil das ja natürlich erstmal inhärent meine Rolle ist. Ja. Ich finde auch Bonusmama uncool. Mhm. Bonusmama ist so wie ist die Wetter-Mama. Ich verstehe sie. Ich soll keine Konkurrenz sein. Denn die Stiefmutter steht in Konkurrenz zur leiblichen Mutter. So haben wir das gelernt in Grimms Märchen. Sie ist böse, raubt den Kindern die Liebe des Vaters. Als ich ein kleines Mädchen war, dachte ich auch, dass es anders bei mir läuft. So wie bei meinen Eltern. Ich bekomme Kinder und lebe mit dem Vater meiner Kinder glücklich bis ans Lebensende. Nun bin ich aber die Frau, die von außen gekommen ist. In eine Familie, die es schon gab. Und meine Beziehung zu Marlene wird in vielen Punkten von dieser Familie bestimmt. Auch im Urlaub. Also Papa, ich schlafe heute mit dir. Nö, Marlene. Dena, schläfst du oft neben dir? Ja. Und ich verstehe dich selten. Und ich verstehe dich selten. Ich weiß, aber guck mal. Wenn jetzt nächstes, am Wochenende schlafen wir mit Mama, okay? Ich bin lange nicht. Kleine Maus. Du schläfst doch eh innerhalb von 10 Millisekunden ein. Und ich. Du kannst doch, wenn Benina nicht da ist, am Freitag, am Samstag, kannst du neben mir pennen, okay? Wie ich im Nü. Molini, ich will neben Marlene schlafen. Okay, du bist mit im selben Raum, ist doch alles cool. In den Zeiten von Grimms Märchen ist die Stiefmutter in die Familie gekommen, wenn die leibliche Mutter gestorben war. Sie hat ihren Job übernommen.
Im Gegenzug war sie so wirtschaftlich abgesichert. Heutzutage lebt die leibliche Mutter meistens noch und ist sehr präsent im Leben der Kinder. Was ist denn dann mein Part? Darüber will ich mit Katharina Grünewald sprechen. Frau Grünewald, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für mich. Ja, sehr gerne. Frau Grünewald ist Therapeutin und Stiefmutter. Ich habe neulich ein Gespräch mit der leiblichen Mutter von Marlene, so heißt meine Stieftochter, geführt. Und dann hat sie zu mir gesagt, also ich habe irgendwie ein Problem mit dem Begriff, dass du dich so nennst. Und ich dachte, okay, wegen den bösen Märchen und so. Und dann meinte sie, weil da der Begriff Mutter drin ist. Du bist doch nicht die Mutter. Und dann habe ich gedacht, ja, darf ich mich denn überhaupt so nennen? Das ist tatsächlich eine Frage, die wirklich auch manchmal problematisch ist, weil es weiß ja niemand so richtig, wie Stiefmutter geht oder wie die Rolle überhaupt auszufüllen ist. Unbewusst orientiert man sich an dem Mutterbegriff. Und dann ist natürlich diese Falle da, nämlich die Mütterfalle, dass man in Mütterkonkurrenz geht und die bessere Mutter sein will. Auf der anderen Seite hat man ja oft, wenn die Kinder da sind, eine mütterliche Position. Die Mutter-Stiefmutter-Beziehung ist meistens die angespannteste Verbindung in Patchwork-Familien. Weil das natürlich die schwierigste Konstellation vielleicht in dem ganzen System ist, wo Konkurrenz am ehesten ist. Es ist ja nicht nur die Mutter des Kindes, mit dem ich die ganze Zeit zu tun habe. Es ist auch noch die Ex meines Liebsten. Klar, das ist bei uns auch so. Ich muss mich mit der Ex, der Mutter, arrangieren. Und mein Liebster André mit uns beiden. Alles für Marlene. Ich denke, du nimmst schon eine sehr große Rolle mittlerweile ein. Also du wirst jetzt nicht die Rolle der Mutter übernehmen, aber du bist ja schon irgendwie eine sehr gute Freundin von Marlene geworden. Und sie vertraut ja auch viel, viel an. Also du, ja. Und manchmal, wenn sie halt sauer auf mich ist, dann geht sie ja dann auch zu dir. Aber da habe ich es natürlich auch gut, ne? Weil ich mich ja so komplett ich kann immer der Good Cop sein. So, ja, ich bist du nicht dann klar. Ich muss nie erziehen, ja. So, ne? Oder also ich kann immer sagen, ich schimpfe jetzt nicht über den Papa und ich gehe weg. So, ne? Genau, also ich bin ja dann immer der Buhmann und du kannst dann natürlich die gute Rolle einnehmen. Ich möchte noch von ihm wissen, was er denkt, was meine größte Herausforderung ist. Müssen wir noch mal. Natürlich das Thema, auch wenn wir so als Familie, also als mit Sandra zusammen, also wenn ich mit Sandra zusammen irgendwas unternehme und du dann an einem Tag irgendwie was anderes machst oder dann nicht mit dabei bist, dass das für dich schon auch immer so eine Herausforderung ist, merke ich auch. Ja. Dass dir das nicht so einfach fällt. Ich fühle mich dann ausgeschlossen, ohnmächtig. Lieber keinen Raum einnehmen, nicht die eigenen Bedürfnisse äußern. Das arme Kind. Doch das geht auf Dauer nicht gut. In anonymen Internetforen lese ich Kommentare von Stiefmüttern, bei denen diese schwierigen Gefühle längst in Hass umgeschlagen sind. Mein Stiefkind ist für mich ein riesiger Störfaktor. Ich liebe sie und ich mag sie einfach nicht. Ich möchte sie unbedingt loswerden. Was soll ich machen? Ich komme absolut rein gar nicht mit meiner Situation klar und dass das Kind von einer anderen Frau ist. Ich bin aufs Blut eifersüchtig auf dieses Kind und die Ex-Frau. Ich möchte einfach nur eine Beziehung ohne lästige alte Altlast. Das finde ich schon irgendwie ganz schön krass. Also ich habe bestimmt irgendwie 20 solche Blog-Einträge relativ schnell gefunden, in denen Stiefmütter davon berichten, wie sehr sie ihr Stiefkind hassen. Also man ist zum einen irgendwie sowas wie eine Mutter in den Momenten, in denen die Kinder dann da sind und man kümmert sich. Und auf der anderen Seite darf man nicht in anderen Bereichen wie eine Mutter agieren. Dann muss man manchmal auch echt Dinge ertragen und aushalten. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das bei denen dann zu so einer Wut wird. Ich will offen über meine Gefühle sprechen. Und zwar mit der Person, mit der das für mich am schwersten ist. Mit Sandra, Marlenes Hallo? Mutter. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, gut. Ja, danke, dass du mich anrufst. Ich habe ja jetzt auch schon so ein bisschen mit dem Sender geredet und so, ne? Und die finden das alles richtig cool, vor allem auch dass du und implizit da sagst du oder explizit sagst, du bist dabei, du bist halt die Mutter, so, ne? Und ich bin. Ja, das Gegenstück. Genau. Und daran kann man sich halt auch super gut irgendwie
ja, nicht abarbeiten, aber das halt irgendwie herausarbeiten, so, ne? Was ist denn überhaupt die Mutterrolle? Was ist die Stiefmutterrolle? Und ich habe jetzt überlegt, wie kann man das irgendwie cool machen? Und ich habe eine Familientherapeutin gefunden, die Bock hätte, quasi für uns 90 Minuten das Gespräch zu moderieren, so. Wenn du da Lust hast, da kannst du ja mal drüber nachdenken. Also das, ja, ich will dich zu nichts zwingen, aber ich dachte, dass... Wie cool, Sandra ist im Boot. Das hat mich Überwindung gekostet. In 3 Wochen ist unser Gespräch mit Frau Grünewald. Während der Recherche frage ich mich, wie es anderen Stiefmüttern geht. Ob sie auch so unsicher in ihrer Rolle sind, wie ich es oft bin. Meine Freundin Annika ist vor kurzem in das Haus ihres Freundes und ihres Stiefkindes gezogen. Ja, hallo. Oh, danke, dass es klappt. Ja, sehr gerne. Guck mal hier, ich hab dir für dein neues Haus. Annika wohnt jetzt also in dem Haus, in dem auch die leibliche Mutter gewohnt hat. Ich frage mich, wie sie es schafft, sich hier ihren Raum zu nehmen. Sie zeigt es mir. Sie hat ein eigenes Zimmer. Das war auch ein bisschen, wir sagen scherzhaft, die Einzugsvoraussetzung. Ja. Also nicht irgendwie immer zu denken, oh Gott, kann ich hier irgendwie ein Möbelstück dazwischen stellen? Ist ja alles schon fertig, sondern irgendwie zu wissen, so hey, es gibt diesen Raum und damit ist irgendwie erstmal schon mal mein Grundbedürfnis erledigt und dann ist es mir am Ende wurscht, ob es dann woanders viel, wenig oder was auch immer ist. Ich noch hier komme. In diesem Raum ist alles so, wie Annika es haben möchte. Mal gucken, ob du es wieder abmachst, wenn du wechselst. Ich schicke dann ein Beweisbild. Und immer, wenn ich zu Besuch bin, muss es wieder dran. Scheiße, wo sind die? In welcher Reihenfolge hingen die? Annika ist genau wie ich in eine Familie gekommen und hat sie nicht mitgegründet. Das sind natürlich ganz andere Startbedingungen. Wenn du in eine Beziehung also gehst und da gibt es schon ein Kind, dann verrückst du ja irgendwie so Reihenfolgen. Mhm. Ne? Ja, normalerweise ist es so, das Paar kennt sich zuerst und dann kommt ein Kind hinzu. Und jetzt ist es so, dass das Kind ist schon da und die Partnerin kommt dazu. Und das hat, glaube ich, ganz, ganz viel damit zu tun, welchen Platz habe ich eigentlich in dieser Konstellation. Und wo es jetzt nicht so ist wie... Die klassischen Märchenerzählungen früher waren ja, ne, die leibliche Mutter ist gestorben und dann kommt die böse, in der Regel böse Stiefmutter. Also meine Rolle ist ja wie so eine Zusatzrolle. So. Ja, was ist deine Rolle? Ja, das genau. Finde ich eigentlich die spannende Frage. Also niemand sagt uns, oder es gibt jetzt kein Lehrbuch, wo steht, wie eine gute, also wie das funktionieren soll, welche Rolle man ausfüllen soll. Ja, und im Gegenteil, ne, es gibt ja eigentlich nur diese negativen Rollenbilder. Ne? Du kannst jetzt die böse Stiefmutter sein, wenn du das nicht bist, was bist du dann? Ja. Ne? Und das ist halt echt an manchen Stellen so anstrengend, dass man sich das dann immer so selber erarbeiten muss, ne? Und sich selber in Frage stellt, wie möchte ich sein, wie möchte ich nicht sein. Und Klassiker ist ja, wenn du so ein negatives Vorbild hast, dann machst du ja so, nee, das will ich auf gar keinen Fall sein. Also gehe ich genau ins Gegenteil. Ne? Und daher kommt ein, ja, natürlich sitze ich hinten im Auto. Natürlich machen wir jetzt alles, was das Kind so. Ne? Ja. Und das ist ja auch nicht der Weg. Die Sache mit dem Auto ist in fast jeder Patchwork-Familie ein Thema, wie ich von vielen anderen Frauen erfahre, mit denen ich mich unterhalte. Aber was ist der Weg? Meiner fällt mir gerade richtig schwer, denn ich fahre nach Köln, um mich dort mit Sandra und der Psychologin Katharina Grünewald zu treffen. Hallöchen. So, ich sitze im Zug, ganz schön voll und bin noch ein bisschen aufgeregt, aber ein bisschen unentschlossen, wie es mir gerade geht. Wir sehen uns dann später. Bis dann, ciao. So, Ankunft Köln. Ich bin aufgeregt, aber auch ein bisschen kaputt. Und morgen früh geht's los. Das ist für mich kein normaler Dreh, das merke ich. Ich hoffe, dass wir heute am Ende des Drehtages sagen, gut, dass wir das gemacht haben. Das wäre schön. Na, wie geht's dir? Geht so. Ich habe nicht so viel geschlafen. Wie viele Stunden hast du jetzt geschlafen? Also ich war 7:30 Uhr wach, musste aufs Klo und da konnte ich nicht mehr einschlafen, weil ich mir Gedanken gemacht habe. Ich glaube in die Richtung, oder? Stimmt, in die Richtung. Ich hoffe jetzt nicht, dass
dass irgendwelche Fragen aufkommen, wo ich dann den totalen Heulkrampf kriege oder sowas. Geht mir ähnlich. Ich bin dann mal gespannt, was sie so vorhat. Mhm. Bevor wir das erfahren, aber noch mal einen Schritt zurück. Denn Marlene hat ja auch einen Stiefvater, Luis. Grüß dich. Danke, dass du dir Zeit nimmst für mich. Gerne. Bevor wir reden, habe ich erstmal einen Auftrag von Marlene bekommen. Ich muss was einkaufen. Und zwar die Cola-Flaschen sind lecker, hat sie gesagt. Wenn du das aufmachst, dann riecht der ganze Raum. Ja, super, das nehme ich. Okay. Luis und Sandra wohnen zusammen. Damit hat er die gleiche Rolle wie ich, oder? Gut. Luis, nennst du dich eigentlich Stiefvater? Nee. Warum nicht? Es hat so was Altbackenes für mich, ein bisschen. Außerdem sehe ich mich nicht in der Rolle als Stiefvater. Ich bin der Freund ihrer Mom, Mutter. Aber ihr habt doch auch eine Beziehung irgendwie. Also was ist das für eine Beziehung, die ihr habt? Wie könntest du die irgendwie benennen? Das ist eine gute Frage, aber sehr schwer zu beantworten. Also ich bin nicht ihr Kumpel. Ich bin aber auch nicht ihr. Ich bin auch nicht sowas wie ein Onkel oder so. Ich bin halt Mitbewohner. Ich bin irgendwie ihr Mitbewohner. Es ist interessant, dass Luis sich irgendwie viel weniger einen Kopf um seine Rolle macht als ich. Ich finde aber trotzdem, er ist weit mehr als ein Mitbewohner. Wenn es zum Beispiel um Hausaufgaben oder Pokémon-Fachfragen geht, ist er der Beste. Was mich sehr verletzt manchmal ist dieses, sie hat neulich, das ist auch schon wieder eine Weile her, als sie Schuleinführung hatte, sie ist ja jetzt in der dritten Klasse. Das heißt, es ist schon 3 Jahre. Ein paar Wochen später nach der Party kommt das Gespräch darüber auf, so zwischen Sandra und ihr und mir. Irgendwie so, Party hier, Party da. Und sie so, war Luis auch da? Ich denke mir so, ciao, Alter, ciao. So, Es war ja auch wirklich für alle nicht so die allerleichteste Situation, ne? Mit den ganzen Eltern von allen Seiten und so. Genau, man wurde so eingeführt in die Familie. Das erste Mal, dass ich Sandras Eltern getroffen habe. Wahnsinn. Und dann gleich in so einem riesigen mit. Und das war ja auch, dass ich Andres Eltern zum ersten Mal getroffen habe. Und wir beide sind zusammen, sind zusammen da mit Auto hingefahren, sind ausgestiegen. Und dann der erste Mensch, den ich treffe, ist Andres Mom. Und sie hat mich für deinen Bruder gehalten. Ich bin Sandras Freund. Etwa 13% der Kinder in Deutschland leben in Patchwork-Familien. Damit muss es also Millionen Stiefeltern in Deutschland geben. Wie viele genau, lässt sich leider nicht sagen. 3 davon treffe ich heute in Siegen. Sie sind Teil einer Stiefmutter-Selbsthilfegruppe. Ursprünglich war ich hier mit 6 Frauen verabredet, am Ende sind nur 3 gekommen. Die Situation ist, glaube ich, für jeden nicht so einfach. Und ich glaube, dass man, je näher der Tag rückt, umso mehr wird einem, glaube ich, bewusst, worüber man sprechen muss. Und das sind eben ganz persönliche Dinge ja auch, die einen nicht nur alleine betreffen. Und ich glaube, da kann man dann ruhig auch schon mal kneifen. Natascha hat die Gruppe gegründet. Sie wurde von heute auf morgen Stiefmutter und war überfordert. Den anderen Frauen ging es ähnlich. Wie verhält man sich und hat 1000 Fragezeichen und noch mehr Gefühle? Und da einfach jemanden zu finden, dem es ähnlich geht oder der vielleicht sogar das Gleiche hat, so viele Parallelen und so vieles, was man dann einfach mal aussprechen durfte in so einem geschlossenen Kreis. Glaubt ihr denn, dass an diesem Klischee der bösen Stiefmutter denn auch ein Fünkchen Wahrheit ist? Auf jeden Fall. Du darfst alles denken, aber du darfst halt nicht alles sagen. Und das ist ja was von außen auch gewusst wird. Ja. Das ist doch klar, dass da Gefühle, ja. Also eine Situation vielleicht, die war und dann heißt ja, guck mal, die ist deine Stiefmutter. Also eine Sache nur und alles andere ist vielleicht schön und dann ist eine Ding. Ja, aber wieso meckert denn keiner, wenn ich mein eigenes Kind anfauche? Man muss man Rücksicht nehmen. Ja, genau. Also immer auf das Kind Rücksicht nehmen, was ich ja auch verstehe. Ich will dem Kind ja auch nichts, ne? Aber man fühlt sich schon manchmal sehr... nicht verstanden. Ja. Also der schlimmste Spruch ist ja wohl, na, das hast du dir ja selber ausgesucht. Ja, richtig, aber man, weil Gefühle lassen sich nun mal nicht aussuchen. Hast du denn manchmal irgendwie, ach Gott, könnt ihr mir mal danken? Der schönste Dank ist eigentlich tatsächlich, dass unsere Älteste jetzt so auf eigenen Beinen steht, ihren eigenen Weg geht, von einer ganz introvertierten kleinen Person. Du bist richtig stolz irgendwie, ne? Ja.
Stolz bin ich auch auf Marlene. Und ich bin glücklich, dass ich Teil ihres Lebens sein darf. Es ist ein riesiges Geschenk, sie aufwachsen zu sehen. Das warme Gefühl im Bauch, wenn Marlene mir ihr Vertrauen schenkt, ist unfassbar schön. Natürlich suchen Sandra und ich das Gespräch auch für Marlene. So eine komplizierte Beziehung wie zu Sandra hatte ich noch nie zu einem Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass es ihr ähnlich geht. Was ist, wenn wir uns in Köln jetzt so sehr zerstreiten, dass wir alles kaputt machen? Hallo. 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 Katharina, Julian, hallo. Ja, jetzt sind wir da zusammen. Ja. Es gibt ja eine, wahrscheinlich ein Kind, eine große Familiensituation, ein Patchwork-Gefüge. Und da gibt es aber verschiedene Perspektiven drauf. Und die sollen hier auch wirklich Platz haben. Ganz am Anfang, als wir uns beiden kennengelernt haben, wir haben uns relativ zügig kennengelernt, da habt ihr beiden auch noch zusammen gewohnt, André und du, da war das eigentlich sofort wie so ein Feuerwerk, haben wir uns sehr gut verstanden. Und dann ist es so ein bisschen, wurde es dann doch ein bisschen schwieriger. Dann kam irgendwann der Punkt, wo du, glaube ich, gedrängelt hast, so jetzt müsst du ausziehen, André. Das geht jetzt so nicht mehr, weil du nicht gern zu uns gekommen bist. Du hast dich bei uns überhaupt nicht so wirklich wohlgefühlt, ne? Ja, doch, kann man schon so sagen. Ja, genau. Also ich habe das gemacht, ich habe das auch verstanden, aber es war jetzt nicht so, dass es für mich wunderschön war bei euch zu Hause. Genau, und damit hatte ich halt absolute Probleme, weil für mich war mit dieser Trennung dieses... Okay, wir sind halt kein Paar mehr, das war so okay, aber wir können ja trotzdem noch Familie sein. Und mein Fokus hat sich so ein bisschen verschoben und ich habe am Anfang wirklich nicht verstanden, was hat sie denn? Sie haben sich gut getrennt und dann fürs Kind, ne, diese Eltern-WG behalten, was für ein Übergang fürs Kind, glaube ich, würde ich Ihnen total zustimmen, genau richtig ist. Und dann drängt meistens ja aber irgendein Paar Partner, neuer Partner darauf, dass das nicht, genau. Weil die Liebe ja sonst da bleibt. Also ich hatte immer das Gefühl, dass Sandra mitbestimmt, wann ich meinen Freund sehen kann und wann ich natürlich auch wegen dem Kind und so. Aber das hat natürlich was mit mir gemacht und da war ich dann auch irgendwann so richtig, hör auf, so einen großen Teil, also so über meine Beziehung irgendwie. Ja. Mit zu entscheiden, wann ich was darf und wann nicht. Also bei mir war das ganz viel auch mit Ängsten verbunden. Oh Gott, wenn die mich jetzt nicht mag, dann wird ja das die nächsten 20 Jahre einfach der Horror. Am Anfang dachte ich, boah, die haben jetzt diese tolle Traumfamilie, die machen da Urlaub und das, dann gehen die wandern und gehen ins Jump House. Also das, ne, ich kann mich erinnern, als Marlene das erste Mal mit zu deinen Eltern gefahren ist. Das war für mich super schwierig und ich habe da mit André sehr viel drüber gesprochen, dass ich das noch nicht möchte. Ich wollte das schon sehr gerne, weil Marlene war jetzt lange Teil meines Lebens. Meine Eltern sind mir sehr wichtig und ich wollte, dass beide Welten sich kennenlernen. So. Diesen Konflikt schaut sich Frau Grünewald jetzt noch einmal genauer mit uns an. Ja. Okay, bleiben wir doch einfach bei dieser Situation, dass Sie gerne Marlene mitnehmen wollten zu Ihren Eltern. Ja. Und vielleicht erzählen Sie einfach jetzt ein paar Minuten, wie das sich für Sie angefühlt hat. Ich habe mich da aktiv für entschieden, dass mein Leben jetzt so verläuft mit André und Marlene. Und irgendwie war mir das wichtig, denen zu zeigen, guckt mal, das ist jetzt ein neuer Teil meines Lebens. Und ich wollte auch dass die vielleicht auch irgendeine Form von Verhältnis miteinander dann haben. Weil ich will das schon, ich will ja auch meine Familie um mich rum haben und das nicht so getrennt voneinander leben. Ich habe mich da total darauf gefreut, dass das klappt und so. Und dann hat es halt nicht geklappt. Und dann wurde quasi so wieder über mein Leben entschieden von einer aus äußeren Stelle, die gesagt hat, nee, bis dahin und nicht weiter. Du darfst zwar Teil unserer Familie sein und es ist auch irgendwie alles cool, wenn du mitmachst und so, aber hier ist deine Grenze. Vielen Dank. Das können Sie sich jetzt gerne hinsetzen. Jetzt ist die Übung noch nicht zu Ende, aber jetzt will ich erst mal fragen, was ist jetzt gerade bei Ihnen passiert? Super viel, weil ich sowohl gerade sehr traurig bin, dass hier das damals so ging und ich aber auch gemerkt habe, wie... Ich war da noch nicht so weit. Ich wollte, weil für mich war das genau so. Mein Leben, also du bestimmst ja jetzt auch mein Leben mit. Also das ist ja genau das Gleiche. Ne? Du bestimmst ja jetzt also theoretischerweise auch mit über Marlene. Und für mich war das damals noch zu hergeben. Das hat was mit hergeben zu tun. Ne? Dieses, wenn Sie so weit sind, fangen Sie jetzt an auf dem blauen Punkt. Genau, das ist eine Situation, die mich komplett überfordert, weil ich
mein Kind jetzt oder vor allem auch Zeit mit meinem Kind hergebe. Das Kind wird, ich kann es nicht mehr beschützen. Ich habe keinen Einfluss mehr darauf, was passiert, was Gutes, was vielleicht auch Schlechtes passiert, obwohl ich natürlich weiß, dass nichts Schlechtes passiert. Dieser rationale Gedanke, alles ist gut, ist natürlich da. Aber diese Emotion, ich muss loslassen, Verlustängste, das spielt alles mit eine Rolle. Dann ist sie, also durchaus auch die Angst, okay, jetzt hat sie da Papa, eine Ersatzmama und gleich auch Ersatzgroßeltern. Was ist denn, wenn sie sich das viel wohler fühlt als bei mir? Warum muss das jetzt sein? Kann das nicht... Können wir nicht erstmal als Kern-Patchwork-Familie irgendwie uns zusammenfummeln, bevor das dann noch weitergeht? Wie geht's Ihnen jetzt? Also eigentlich, ich glaube, mich hat es jetzt richtig nochmal, ich fand es richtig schön, das nochmal zu hören, dass du gesagt hast, es war einfach auch die Zeit, es war noch nicht reif dafür. Ja. So, dass du nicht von Grund auf, das weiß ich ja auch, aber dass du nicht von Grund auf so einen Groll hast und so, sondern dass das einfach noch nicht für dich an der Zeit war. Also ich sehe das mittlerweile auch eher so als Bonus, vor allem für Marlene. Also ich schätze dich ja als Mensch und ich finde es total schön, wenn sich Marlene von dir Eigenschaften abguckt. Deswegen finde ich das auch so schön, wenn Marlene so auch mal so eine kleine Lene raushängen lässt. Und am Anfang habe ich überlegt, finde ich das gut, finde ich das nicht gut? Ich habe jetzt überlegt, fehlt mir da was? Und ich denke mir dann aber, nee, ich finde das eigentlich total gut. Ich finde das total gut, weil das ja nicht heißt, dass ich ihr von mir nichts mitgeben kann, sondern dass sie einfach noch viel reicher und bunter ist. Ich bin jetzt auch gerade noch mal total dankbar, dass das noch mal aufgearbeitet werden konnte, weil ich echt auch gemerkt habe, das saß halt noch. Also das war halt irgendwas, was noch mal raus wollte. Komm, ich drück dich erst mal. Wie geht's dir? Gut, gut. Also es ist das eingetreten, wovor ich Angst hatte, aber das war nicht schlimm. Dass du weinst. Ja, aber es war gut. Ich fühle mich gut. Ja? Ja, ja, voll, voll. Es war gutes, gutes Gespräch, gutes Gefühl, auch deine Seite zu sehen. Nee, ja. War okay. Gut, gut, dass wir das gemacht haben. Ja, ja, finde ich voll. Auch. Haben wir gut gemacht, haben wir richtig gemacht. Ja. Na los, schön. Komm, wir gehen. Ja. Ich bin froh, dass ich diesen Film gemacht habe. Ich glaube nicht, dass ich zukünftig all meine Herausforderungen und Gefühle in Wohlgefallen auflösen. Die Rolle der Stiefmutter ist nun mal komplex. Aber ich verstehe jetzt mehr. Ich weiß, dass nicht jede Stiefmutter eine Sandra an ihrer Seite hat. Aber wenn es uns Frauen trotz dieser unglaublich verletzbaren und mit Erwartungen überschütteten Rollen gelingt, ein Band des Verständnisses zu knüpfen, dann wird das schon. Lasst uns nicht gegeneinander kämpfen. Wir sitzen doch im gleichen Boot. Ja, ich hoffe, dass euch mein Film gefallen hat. Und jetzt bin ich natürlich total gespannt, was ihr so erzählt. Vielleicht kennt ihr das Leben in einer Patchwork-Familie und die Schwierigkeiten mit der Rolle der Schiefmutter oder auch den anderen Rollen. Würde mich total interessieren. Schreibt gerne in die Kommentare. Und wenn ihr den aktuellen Y-Kollektiv-Film euch anschauen wollt, dann geht doch mal in die ARD-Mediathek. Da findet ihr den.